Zu Beginn des Films sehen wir einen Universitätsstudenten namens Inso, der von einer Vorlesung in der U-Bahn zurückkehrt. Es stellt sich heraus, dass er eine besondere Fähigkeit hat, er kann Geister um sich herum sehen. Er hat sein eigenes geheimnisvolles Medaillon, das die Anwesenheit eines Geistes in seiner Nähe anzeigt. Auf der einen Seite wird er von seinen Mitschülern ständig für diese Fähigkeit verspottet. Als seine Klassenkameraden die U-Bahn verlassen, bemerkt er, dass sich sein Medaillon dreht und beginnt, sich umzusehen. Als er einen Geist neben einer Frau sieht, verlässt er eilig die U-Bahn. Zurück zu Hause sieht er sich in dem Raum mit dem Medaillon um, bevor er ihn betritt. Glücklicherweise zeigt das Medaillon, dass es keinen Geist gibt. Als er erleichtert aufatmet, spürt er plötzlich einen Geist an seinem Hals sitzen. Es stellt sich heraus, dass der Geist nicht gekommen ist, um ihm zu schaden, sondern um ihn um Hilfe zu bitten. Es stellt sich heraus, dass sie kürzlich von einer Gruppe von Kriminellen ermordet wurde und die Leiche versteckt hat. Sie möchte, dass er der Polizei den Fundort ihrer Leiche mitteilt, damit ihre Eltern getröstet werden können. Inso erfüllt ihre Bitte und bald findet die Polizei die Leiche des Mädchens. Einerseits ist Inso es leid, Geister zu sehen. Diese Fähigkeit hindert ihn daran, Freunde zu finden und ein einfaches Leben zu führen. Also ruft er seinen Bruder Haka an, der ebenfalls die Fähigkeit hat, Geister zu sehen, und sagt ihm, dass er ihn besuchen wird. Zuerst war sein Bruder gegen seinen Besuch, weil er meinte, dass das Wichtigste für ihn im Moment sein Studium sei. Aber Inso ist so müde von allem, dass er nicht auf ihn hört. Auf dem Weg zum Haus seines Bruders bemerkt er eine schöne Erscheinung namens Rose. Es stellt sich heraus, dass sein Bruder Hakaru seine Fähigkeiten als Einnahmequellen nutzt. Er ist ein Meister des Exorzismus und vertreibt Geister ins Jenseits. Am nächsten Tag geht Inso in eine neue Schule und der Lehrer stellt ihn seinen neuen Mitschülern vor. Als er sich an sein Pult setzt, beginnt ein Mädchen namens Juni mit ihm zu flirten, obwohl ihr Freund am hinteren Ende des Tisches sitzt. Plötzlich sieht er eine blutige Geisterhand von oben und merkt, dass hier nicht alles in Ordnung ist. Auf dem Heimweg von der Schule wird er von einem Tyrannen namens Hakul angegriffen und verlangt, dass er sich von seiner Freundin fernhält. Hakul bedroht ihn, indem er ihm vom Fall von Ayung erzählt, die unter unbekannten Umständen gestorben ist. Inso ist mit ihrer Geschichte vertraut, da sie ihn als Kind um Hilfe gebeten hat. Aber Inso hatte nicht den Mut, ihm zu helfen. Ihr Geist verfolgte ihn, und er war gezwungen, in die Stadt zu ziehen. Währenddessen kehrt einer der Hooligans nach Hause zurück. Plötzlich bemerkt sie eine Plastiktüte, die an der Haustür hängt, und kann nicht verstehen, woher sie kommt. Als sie versucht, ihn zu öffnen, platzt die Tüte und Blut fließt über ihr Gesicht. Sie versucht, ihre Freunde anzurufen, aber niemand nimmt den Hörer ab. In diesem Moment erscheint ein maskierter Geist hinter ihrem Rücken und tötet sie. Am nächsten Tag begegnet Inso einem Geist namens Rose. Da sie, im Gegensatz zu den anderen Geistern, hübsch ist, unterhält er sich gerne mit ihr. Plötzlich warnt Rosa ihn, dass sich ein maskierter Geist nähert. Inso ist erschrocken und beschließt, sofort zu verschwinden. Zurück im Klassenzimmer sieht er, wie Heng Yi einen der Jungen schikaniert. Inso kann es nicht mehr ertragen und mischt sich ein und bittet sie, damit aufzuhören. Andere Tyrannen kommen ihr zu Hilfe, aber sie werden von Heng Yi selbst aufgehalten. Am Abend sieht Inso in den Nachrichten, dass ein Verbrechen aufgeklärt wurde, das 10 Jahre lang ungelöst war. Es stellt sich heraus, dass er eine Maske trug, und Inso beginnt einen Verdacht zu hegen. Schließlich trug der Geist, den er in der Schule gesehen hat, die gleiche Maske. Das steigert sein Interesse an dem Geist, und er bittet um Informationen über das Mädchen. Sein Bruder weiß nichts über das Mädchen, aber der weibliche Geist, der in ihrem Haus lebt, sagt ihm, dass das Mädchen Sehe heißt. Währenddessen schleicht sich ein Pärchen mitten in der Nacht in die Schule. Es stellt sich heraus, dass sie gekommen sind, um ein Handy zu holen, das die Lehrerin während des Unterrichts mitgenommen hat. Sie finden das Handy schnell und beschließen, sich einen kleinen Spaß zu erlauben, bevor sie die Schule verlassen. Sie schreiben verschiedene Wörter an die Tafel und fangen an zu lachen. Am nächsten Tag wird ihre Leiche in der Schule gefunden und die ganze Schule ist schockiert. Die Polizei nimmt sofort Ermittlungen auf, um den Schuldigen zu finden. Aber sie finden keine Spuren, die den Täter identifizieren könnten. Inso ist überzeugt, dass es sich um einen maskierten Geist handelt und beginnt, seine Mitschüler nach Sehe zu fragen. Junyi hingegen wird immer besorgter, da ihre Freunde einer nach dem anderen sterben. Interessanterweise will keiner der Mitschüler Inso von Sehe erzählen. Inso hat das Gefühl, dass sie alle irgendeine Art von Verbrechen vertuschen wollen. Nach der Schule beginnt Inso, Zeit mit Roses Geist zu verbringen.
Er bittet den Geist um Informationen über Sehe und der Geist sagt ihm, dass die ganze Schule über ihren Tod Bescheid weiß. An diesem Punkt wird ihm klar, dass Sehes Tod etwas mit diesen Tyrannen zu tun hat. Er holt Kul ein und greift ihn unerwartet an. Da dieser jedoch körperlich stärker ist, besiegt er ihn so mit Leichtigkeit. Daraufhin warnt der junge Mann die beiden, dass Sehe sie auf jeden Fall verfolgen wird. Nachdem er gegangen ist, zeigt Hyun-Yi ihm ein Bild von Sehes Vater. Sie ist sich sicher, dass Sehes Vater für den Tod ihrer Freunde verantwortlich ist. Ihrer Meinung nach rächt Sehes Vater seine Tochter auf diese Weise. Sie beschließen, ihn zu töten, bevor er sie tötet. Doch bevor sie dorthin gehen, informiert Hyun-Yi heimlich Inso über seinen Plan. Sobald sie das Haus betreten, erregt eine unheimliche Stimme ihre Aufmerksamkeit. Plötzlich taucht Sehes Geist vor ihnen auf und sie sind schockiert. Erst in diesem Moment begreifen sie, dass Inso sie gewarnt hat und versuchen sofort, aus dem Haus zu fliehen. Doch da taucht Sehes Vater vor ihnen auf und tötet ihn. Danach entledigt er sich des Mädchens. Als alles vorbei ist, kommt Inso an und sieht die leblosen Körper seiner Klassenkameraden auf dem Boden liegen. Plötzlich hört er eine Stimme aus dem Kleiderschrank und geht dorthin. Darin findet er Sehes Leiche und als er seine Maske abnimmt, erkennt er, dass Sehe Rose ist. Danach wird die Szene in die Vergangenheit verlegt. Sehe war eines der nettesten Mädchen in der Klasse und versuchte immer, anderen zu helfen. Aber trotz ihres guten Charakters wurde sie ständig von Tyrannen schikaniert. Eines Tages konnte sie es nicht mehr ertragen und beschwerte sich beim Schulleiter. Der Schulleiter wiederum demütigte Hengyi vor allen. Das machte sie wütend und sie beschloss, ihre ganze Wut an Sehe auszulassen. Von diesem Tag an machten sie und ihre Freunde Sehe das Leben zur Hölle. Sie verprügelten sie, schmierten ihr Farbe ins Gesicht und verbrannten ihr sogar die Haare. Keiner ihrer Klassenkameraden setzte sich für sie ein, weil alle Angst vor Schlägern hatten. Eines Tages hat Sehe genug von all dem und tut das Undenkbare. Inso findet ihr Tagebuch und stellt fest, dass sich Sehes Geist in zwei Teile gespalten hat. Der eine ist Rose, die wie Sehe aussieht und immer versucht, den Menschen um sie herum zu helfen, und der andere ist ein maskierter Geist, der sich an denen rächen will, die sie schikaniert haben. Als er weiterliest, erfährt er, dass ihr nächstes Ziel der Direktor der Schule ist. Er ruft sofort seinen Bruder an und bittet ihn, zu kommen und die Beerdigungsrituale durchzuführen. Er geht zur Schule, um den Schulleiter zu retten. Währenddessen kümmert sich die Schulleiterin um ihre eigenen Angelegenheiten, als plötzlich ein Geist auf dem Monitor erscheint. Als Inso in der Schule ankommt, fragt sie sofort ihre Mitschüler nach der Direktorin, aber keiner von ihnen hat sie gesehen. Plötzlich gehen die Lichter in der Schule aus und die Schulleiterin erscheint vor ihnen. Sie erklärt, dass sie alle den Tod verdienen, da sich niemand für sie einsetzte, als sie gemobbt wurde. Also wirft sie ein Feuerzeug auf den mit Benzin gefüllten Boden, um sie lebendig zu verbrennen. Doch in diesem Moment fängt Rose, Sehes zweiter Geist, das Feuerzeug auf und bittet sie, damit aufzuhören. Doch Sehe ist viel stärker als Rose, so dass sie sie mit Leichtigkeit verschwinden lässt. Hakaro geht zu Sehes Haus und beginnt ein Ritual, um ihren Geist zu befreien. Inso benutzt ihr Medaillon, um das Mädchen zu finden, das von Roses Geist besessen war, und bittet sie, alles zu beenden. Es stellt sich heraus, dass Inso und Sehe sich seit ihrer Kindheit lieben. Sie haben immer zusammen gespielt. In der Gegenwart entschuldigt er sich bei Rosas Geist dafür, dass er sie nicht identifizieren konnte. Währenddessen vollendet Hakaro sein Ritual und Sehes Geist wird endlich befreit. In der Schlussszene versammelt sich die gesamte Klasse an Sehes Grab und gedenkt ihrer. Inso legt ein Porträt von ihr auf das Grab, das er selbst gemalt hat. An dieser Stelle endet der Film. Wenn ihr mehr Videos wie dieses sehen wollt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und ihm ein Like zu geben. Bis bald!